glaube, die Vorfreude auf die ganze Saison ist riesig. Es ist natürlich schön, dass es gerade so einen sagen wir mal, Kracher gibt am Anfang gegen IB. Ich glaube, wir sind alle mega heiß auf das Spiel, auch die Fans, und wir freuen uns riesig. Ja. Ja, die Vorbereitung war sehr hart, aber das ist normal. Jeden Sommer ist immer schwierig. Die 5 Wochen vor der Meisterschaft sind immer hart. Wir haben zwar nicht so viel Läufe gemacht, dafür haben wir mega viele Testspiele gehabt. Also ein bisschen eine unübliche Vorbereitung, würde ich jetzt mal sagen. Aber es war mega streng gewesen. Wir hatten ein super Trainingslager gehabt, wo wir uns gut können vorbereiten konnten. Ich glaube auch, der Trainer hat uns ein bisschen können mitgeben, wie er ist. Er hat uns ein bisschen kennenlernen. Und ich glaube, das haben wir in dieser Zeit super können machen. Wir haben ein paar Tage, ein paar Wochen gebraucht, um uns kennenzulernen. Aber danach sie haben sehr gut gearbeitet mit uns. Ich glaube, wir kommen langsam dran am Trainer seinen Automatismus. Ja, ich glaube, in Bern sind immer heiße Spiele. Es wird warm, es ist die Kunststraße, viele Fans. Die Fans werden am Brennen sein. Emotionen, und ich glaube, das gibt ein Fight in Bern, aber ein faires Spiel. In Bern zu spielen ist immer geil. Es erwarten uns ein volles Stadion, eine geile Stimmung. Wir freuen uns wirklich auf dieses Spiel, und wir wollen die gleiche Leistungen wie letzte Saison zeigen. Wir müssen die Mentalität an den Tag legen, die wir auch die letzte Saison die ganze Zeit an den Tag legen. Ja, es wird sicher Phasen geben, wo wir unter Druck werden ziehen, und genau dann braucht es eben die Mentalität, dass wir auch gegen IB standhalten können.